Hallo YouTube und willkommen zum nächsten Video über das neue Apple iPad Mini. Ich habe das Ding jetzt ein paar Stunden hier im Betrieb. Immer wieder zwischen den Videos spiele ich damit rum und teste und mache und tue und versuche mir immer meine Meinung darüber zu bilden. Und natürlich ist immer noch die Hauptfrage für mich auch persönlich, es ist kein Retina-Display, es hat die gleiche Auflösung wie das iPad 2 bzw. auch das Ursprungs-iPad. Es kommt auf die gleiche Pixeldichte wie ein iPhone 3G und ein iPhone 3GS. Und reicht das? Oder ist man wie jemand, wenn, sagen wir andersrum, hat jemand nicht Retina-Geräte? Wunderbar, der kommt mit dem Ding klasse zurecht, der freut sich, boah, ist das scharf und alles, der tanzt im Kreis. Ist jemand schon ein iPhone 4, 4S oder ein 5er gewohnt, ein iPad 3, so wie das hier, oder sogar ein 4er? Gehen wir die Sache einfach mal durch, um euch zu mal erklären, was euch erwartet. Ich kriege nämlich sehr viele Anfragen von Leuten, die gleich noch in den Store wollen. Sollen sie kaufen, sollen sie nicht? Dann sage ich einfach, hey, wenn ihr schon in den Store geht, ich sage bisher, ja, für den Preis, vor allem die Einstiegsvariante, wunderbar. Greift ruhig zu. Meine persönliche Meinung, allein das Gewicht, ihr seht ihr das, wie ich das Ding hier halte, rechtfertigt schon eine Menge. Und wir gucken uns jetzt einfach mal zwei, drei Dinge an. Wir fangen hier mal mit der Kindle-App an. Einfach mal so lesen. Ja, der Ton ist ein bisschen anders. Das Retina-Display sich auf dem iPad ist, auf dem richtigen iPad ist weißer. Das hier ist ein bisschen, ja, nicht wärmer, gelber, so in die Richtung. Ich weiß jetzt ja nicht, ob ihr es seht. Ich zoome mal ganz vorsichtig so ein bisschen rein und hoffe, dass hier die Kamera sich scharf stellt. Kommt immer auf die Entfernung an. Ich sag mal, natürlich sieht das Retina-Ding besser aus. Jedoch, damit komme ich auch noch zu Rande. Ganz zur Not halte ich halt das iPad ein Tickchen weiter weg, als ich es normalerweise tun würde. Aber ich bin nach wie vor großer Fan davon. Also passt natürlich. Machen wir uns nichts vor. In drei, vier Jahren werden wir 10 Zoll iPads haben, die dieses Gewicht haben. Aber die haben wir halt jetzt noch nicht. Also gleiches Spielchen mal mit iBooks. Da müsste ich auch sogar in der gleichen Stelle sein. Und sage ich zum Unterschied zur Kindle-App keinen Unterschied. Liest sich beides gleich angenehm. Kann man ja alles einstellen, Größe verändern und. Zum Lesen iPad Mini auf jeden Fall zu empfehlen. So, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist die Twitter-App. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mit der Twitter-App angemeldet bin. Die Twitter-App liegt wahrscheinlich an der Schriftgröße oder Schriftform oder was auch immer. Die kommt hier, dadurch, dass sie so klein und gequetscht ist, sieht es einfach ein Ticken grausam aus. Ich zoome mal wieder so ein bisschen rein. Ich hoffe, euch wird da jetzt nicht schlecht bei den ganzen Kamerafahrten. Also, wenn ich allein nach der Twitter-App gehen würde, würde ich sagen, bloß nicht. Dann hier Pages. Ganz normal, wenn ihr jetzt anfangen solltet, hier mit Dokumente zu betrachten oder so. Das geht. Das ist wie ähnlich wie Bücher lesen, je nachdem, wie weit ihr da, wie groß, was in der Schriftgröße ihr habt. Aber absolut in Ordnung. Jedoch sieht man auch hier wieder deutlich, es ist nicht Retina. GarageBand zum Beispiel. Da habe ich jetzt gerade nur mal kurz rumgeklimpert, um auch mal so eine Standard-Apple-App zu haben. Bei solchen Apps, so ganz normale Standard-Apps, da fällt euch das nicht auf. Da denkt ihr, super Tasten, das sieht toll aus. Die ganze App rauf und runter, klasse. Also die ganzen Apple-Apps sehen vernünftig aus und lassen sich vernünftig bedienen. Gehen wir mal hier in das EA Need for Speed Most Wanted, glaube ich. Egal, die Version, die gerade ganz neu rausgekommen ist. Und jetzt sind wir hier in der Need for Speed Most Wanted App. Die sieht knuffig aus. Das passt. Im näheren Hingucken, klar, wenn ich das Ding jetzt näher ranhalte, dann fallen mir da auch die Pixel auf und alles. Aber auf normale Entfernung wunderbar, denke ich nur. Schöne Grafik für ein Tablet. Wunderbar, klasse. So, damit haben wir jetzt einmal mal alles durch. Schrift, Apps, sogar Spiele. Eins fehlt noch. Ganz normales Webseiten-Browsing. Da habe ich ja eben die Apple-Seite vorgeschlagen. Und die große Schrift sieht wunderbar aus. Aber hier unten, dieses kleine Ding, da fällt es dann auch wieder auf, dass das hier kein Retina ist. Das sieht im Vergleich zu rechts daneben,
schwungvolle Kamerafahrten sieht das hier nicht sehr angenehm aus. So, auf der Technik-Faultier-Seite ist das Ganze wieder wurscht, sag ich mal. Das lässt sich beides gleichmäßig, also gleich verhältnismäßig gut lesen. Kommen wir zum Fazit. Ohne jetzt ein iPad 2 Gerät hier gehabt zu haben, aber ich habe mir die Dinge ja noch angeguckt. Und vor allem, es muss sich ja eher mit dem Retina messen. Das Retina ist natürlich besser. Jedoch, ich bin absolut bereit, diesen Abstrich zu machen für den Formfaktor, beziehungsweise weniger den Formfaktor, eher den Gewichtsfaktor. Im normalen Umgang, ihr seht das jetzt gerade mit Webseiten und Auflösung, da verpasse ich nicht viel. Also trotzdem, dass hier ein paar Zoll fehlen. Ich bin immer noch nach wie vor begeistert, bereue es nicht, dass ich heute Nacht da so lange rumgestanden habe, würde es bisher weiterempfehlen. Für Leute, die noch kein Retina gewohnt sind, auf jeden Fall. Für Leute, die Retina gewohnt sind, ich persönlich komme damit klar, aber ihr müsst damit, ich rate es jedem, sich vorher auch erstmal anzugucken, ob ihr damit diesen Rückschritt machen wollt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte etwas helfen, aber das ist halt schwierig, so ein subjektives Empfinden vernünftig rüberzubringen, dann einigermaßen objektiv dabei zu bleiben. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.